Und damit herzlich willkommen zu Midtour Exodus. Wir haben wieder. Ich höre von dem Text nicht. Gut, dass es Untertitel gibt. Meine Fresse. Ich habe keine Munition mehr auf der Waffe. Ich habe gar keine Munition mehr. Habe ich eingeholt oder was? Ah, du Haudammer! Und ich habe wirklich kaum was mitbekommen, was der Maro da gesagt hat. Das war wichtig. Liegen bleiben. Liegen bleiben. Aber. Du auch, Kollege. So. Ekelhafte Viecher, ja. Und ich habe immer noch keine Werkbank. Aber ich habe zumindest was. Also was ähnliches. Moment, kriegen wir das Munition? Ne, kriegen wir keine Munition. Doch, wir haben Munition gekriegt. Ich habe wieder Waffenmunition. Immerhin etwas. Ah, zumindest für die Waffe, okay. So, okay. Fahren kann ich wieder gerade. So, gucken wir uns mal da vorne noch rum. Ah, da unten geht's rein. Okay, dann waren wir sogar richtig. So, auch der kann ich noch, der wird seine Munition los. Sehr gut. Aber ich würde es jetzt so gut sehen. Nicht wirklich, oder? Komm, wir mal gucken uns das mal ganz immer an. Wenn wir da ohne Probleme reinkommen. Ach, das sind diese großen Vögel. Das ist eine Ederhobe, oder? Aber kein Kara. Ah. So, dann holen wir sie diesmal. Oh, und wir. So. Eine Mine mitnehmen. Und Munition mitnehmen. Okay. Die zwei sind die keine ernste Gefahr mehr. Das frage ich mich auch gerade. Ja. Merke, mit Feuer spielt man nicht. Vor allem nicht in unbekannten Höhlen. Weiter geht die Reise. Halt nicht rum. Gut, wir haben hier genug. Ist das ein Feind da vorne? Nee, ne? Okay. Die Konserve nehmen wir mal mit hier. Was mit den Jungs passiert, ja? Wir laufen hier einfach ohne irgendwelche Kenntnisse durch. Happy, happy, happy. So.
Habe ich euch schon gesagt, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Also falls ich euch noch nicht anmoderiert habe, dann mache ich das jetzt gerade. Habe ich das gerade jetzt gemacht. Super. Aber zumindest kennen wir jetzt uns den Weg. Auch wieder da Munition. Welchen Jungs? Ja. So, der ist tot. Braucht ihr nicht, die zwei sind tot. Hier ist ein Toter! Wir sind drei Tote. Wieder zurückgegangen oder? Ach, der will da nicht rüber. Okay. Hallo, Kollege. Na, war lecker. Okay. Jetzt müsst ihr aber da oben irgendwo weiterkommen, oder nicht? Oder... Jetzt müsst ihr aber da oben irgendwo weiterkommen. So.
Ich nehme mal kurz in die. Ein bisschen noch. Ich weiß. Ach so, die. Stehen bleiben, du Narr! Scheiße, wer zum Teufel bist du denn? Das bin ich auch gerade. Ha, jetzt habe ich Hilfe. Wir werden euch Hunde töten. Sehr bald. Ach, das ist unser Bekannter. Okay. Baron, warum ist der noch nicht hier? Scheiße. Auf Mutanten und so ein Scheiß habe ich jetzt gar keine FC. Und dann Tee trinken. Ist alles ruhig? Sind alle tot? Dann komm hier hoch. Halt die Fresse. Ich sammle ihm noch kurz die Munition an, dann kommen wir sofort. Okay, der ist so hops gegangen. Ich hätte noch ein bisschen. Da ist noch einer. Okay, wunderbar. So, dann haben wir. Jetzt haben wir alle Gegner wohl. Gold, Alter. Du hast meine Feinde getötet. Daher betrachte ich dich als Freund. Danke, das ist nett. Die Tür ist verriegelt. Warte, ich lass den Aufzug runter. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Oder wie war das? Entschuldigung. Du willst noch weit von mir? Weißt du? Sicher? Ja. So. Gut. Dann ist er auch tot. So. Okay. Ja. Dann fahren wir mal hoch. Und aufwärts. Aber hinten muss unser Auto stehen. Aber es war mir lieber dann zu Fuß da durchzugehen. Du bist Artyom? Ja. Komm rein. Wer Munai Baila tötet, ist mein Freund. Die Munai Baila, wie wir sie nennen, haben meine Leute zu Sklaven gemacht. Wollten mich in Fesseln legen. Der Tod ist besser. Ich höre dich laut und deutlich. Dein Mann hat mir geholfen. Ich stehe in eurer Schuld. Aber warum seid ihr hier? 5 Jahre ist niemand gekommen. Nur Munai Baila. Leon, was weißt du über die Antennen bei deinem Leuchtturm? Das war vor dem Krieg eine Kommunikationszentrale. Meine Mutter hat da gearbeitet. Sie war ein Kommunikationsoffizier. Das Gebäude ist seit langem verlassen. Ich habe dort nach dem Krieg Spuren von Mutter gesucht, habe aber nichts gefunden. Verlassen. Gio, wir haben dir geholfen. Kannst du jetzt unserem Mann helfen, da hineinzukommen? Gut, ich helfe ihm. Artyom, du musst das Archiv finden. Es sollte sich in der Nähe der Kommandozentrale befinden. Such nach Aufnahmen von vor dem Krieg, ab dem Jahr 2013. Damir wird bald da sein. Du kannst auf ihn zählen. Miller, Ende und aus. Okay. Wenn wir gehen wollen, dann besser jetzt, bevor noch mehr von ihnen kommen. Benutze die Werkbank, wenn irgendwas repariert werden muss. Ich verwehre, würde die neue Munition mal gut sein. Es gibt alle möglichen Gefahren. Ein kluger Mann würde da nicht hingehen. Du scheinst klug zu sein, aber du hast keine Wahl. Ich muss mal. Okay, ich dachte, ich müsste Munition
Könnte ich die Munition mal herstellen? Geht nicht, ne? Geht nicht, oder? Oh ja, reparieren auf jeden Fall. Ah, ich habe nicht genug Teile. Munition gehabt, gerne. Moment. Nehmen wir noch ein bisschen was an Munition, das heißt wunderbar. Wurfmesser. Dann nehmen wir mal ein paar Wurfmesser mit. Den haben wir dabei. Gut, dann haben wir das auch erledigt und den Rest machen wir dann quasi im nächsten Part bei Let's Play Metro Exodus. Bis dann und tschüss.